will keine Freundin werben. Ich habe mich bei euch beschwert. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich hoffe, du schaltest nicht direkt wieder ab, wenn ich jetzt wieder rummeckere. Aber es ist eigentlich kein Meckern, sondern ich habe etwas für mich, für euch, für uns alle rausgefunden. Ich weiß nicht, wer das jetzt schon alles gepostet hat, keine Ahnung. Aber unser Easter Sale, die französischen Boxen, das ist noch viel größere Verarsche, als ich gestern noch gedacht habe. So, jetzt hat blöderweise mein Drucker jetzt ausgerechnet seinen Geist aufgegeben. Aber ich muss euch was zeigen. Ihr könnt es erkennen. Da ist unsere Creme. Da haben wir einen Pinsel, eine Zahncreme, ein Blossom Blush, das Biore. Und das wäre hier unsere schöne leuchtende Box. Das ist, kann man das jetzt hier erkennen? Ne, da oben. Das ist die Happy Birthday Edition von Frankreich von 2019. So, das heißt, wenn ihr Pech habt, Leute, ist auch die Joghurtcreme, genau wie die Maske, bereits abgelaufen. Weil wir haben inzwischen April 2021. Ja, die Produkte sind in der Regel angebrochen, 2 Jahre haltbar. Es war oben keine Schutzfolie mehr drauf. Bei denen, zumindest bei meinen und bei denen, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. So, da waren lediglich dieser Deckel. So, riecht lieber dran, Leute. Aber wie gesagt, das alles, all diese Produkte hätten da drin sein sollen in unserer Box. Also ich lese euch das nochmal eben vor. Es hätte der Luvia Cosmetic Rouge Pinsel Luvia Meets Glossy Box drin sein sollen. Dann Style London Peach Blossom Blush Signature White Now Zahncreme Infinite oder Infinite Shine Dove Detox Pflegedusche Grüne Tonerde von Biore die 1 Minute Thermomaske und The Body Shop Body Yogurt British Rose oder Pink Grapefruit. Ehrlich Leute, wäre das da drin gewesen? Und wo ist es denn? Da. Hätte keiner von uns was gesagt. Wir hätten uns alle tierisch gefreut. Glossy, ich hab euch erwischt. So, und jetzt sagt mal bitte, was sagt ihr dann zu den Teilen? Bin ja mal echt gespannt. Und wie gesagt, Leute, ich verspreche euch, wer vorher meine Videos geguckt hat, ihr wisst das alle. Ich bin eine total lustige. Wirklich. Bei mir schmeißt man sich meistens weg über das, was da aus meinem Mund rauskommt. Aber genauso kommt diese ehrliche Schnauze aus meinem Mund raus. Das heißt, wenn ich mich aufrege, rege ich mich auf. Und wem das jetzt gerade nicht passt, es tut mir leid. Also ich gehe davon aus, ich als Abonnent würde denjenigen, den YouTuber, der so argumentiert und sich für mich einsetzt, den würde ich feiern. Unter dem würde ich nicht blöde Kommentare oder sonst was schreiben. Also bisher muss ich sagen, ihr seid alle echt lieb zu mir gewesen. Und ich mache es ja auch für uns alle. Aber ich finde das so eine wichtige Info, dass ich euch das jetzt hier mitteile. Bin mal gespannt, was ihr mir in den Kommentaren schreibt. Ach so, und doch, über Glossybox kann ich noch ganz schnell was sagen. Ich habe eine Mail. Ich habe gestern natürlich sofort diese Beschwerdemail geschrieben, wo ich erklärt habe, dass ich 7 Boxen bestellt habe, in allen nur dieser Mist drin ist. Und ich bin echt freundlich noch geblieben. Nicht so wie nachher in meinem Video. So, und habe dann extra noch dabei geschrieben, dass es auch für eine Freundin ein Geschenk sein sollte. Wisst ihr, was die mir geantwortet hat? Die Dame nenne ich jetzt nicht, weil das ist wahrscheinlich irgendein indisches Computerprogramm. Die hat mir geantwortet, dass es sie sehr freut, dass ich eine Freundin werben möchte und ich müsste dann die und die Punkte erfüllen. Ich will keine Freundin werben. Ich habe mich bei euch beschwert.